Liebe Genossinnen und Genossen, die Welt befindet sich vor neuen historischen Herausforderungen. Eine davon ist die Corona-Pandemie. Die kommenden 4 Jahre werden entscheidend sein, wenn es um die Bekämpfung dieses Virus, aber auch um die Abfederung der gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen geht. Aber wohin? Wohin soll unsere Zukunft steuern? In eine Welt, in der die Verlierer des kapitalistischen Wirtschaftssystems, beispielsweise die Menschen aus dem Niedriglohnsektor, die in Kurzarbeit auf 40% ihres Gehaltes verzichten müssen, auch noch für die Krise zahlen? Oder in eine Welt, in der nicht die arbeitende Bevölkerung, sondern die Großaktionäre, Spekulanten, die wirklich Vermögenden, die lieber ihr Geld für sich arbeiten lassen und von dieser Krise profitieren, Rückgrat zeigen und diese Krise bezahlen? Aber das würde für unsere CDU-SPD-Bundesregierung niemals in Frage kommen. Stattdessen hat man mit der Agenda 2010 das Fundament geschaffen, die Arbeiter für die Krise blechen zu lassen. Unternehmen entsenden aktuell massenweise Menschen in die Arbeitslosigkeit, indem sie einfach befristete Verträge nicht verlängern. Sachgrundlose Befristungen, prekäre Beschäftigung und Leiharbeit. Ach, was wurde die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes von SPD und CDU so gelobt? Ein Instrument der Herrschenden zur Deklassierung Lohnabhängiger. Aber immerhin stellt sich die Kanzlerin in der Pandemie nicht mehr hin und propagiert wie noch vor 4 Jahren von einem Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Stattdessen sagt sie, die Pandemie, sie trifft uns alle gleichermaßen. Während hunderte Millionen Menschen auf der Welt ihr Einkommen oder ihre Arbeit verloren haben, konnten die 10 reichsten Männer der Welt ihr Vermögen trotz Pandemie um fast 500.000 US-Dollar auf über 1,1 Billionen steigern. Von diesem Gewinn könnte man Covid-Impfungen für die gesamte Menschheit bezahlen. Und selbst wenn man diesen Gewinn abschöpfen und umverteilen würde, hätten die Herren noch immer ihren großen Reichtum von vor der Krise. Die soziale Ungleichheit, sie wächst. Für das Jahresgehalt eines DAX-Vorstandes, das sind durchschnittlich 5,6 Millionen, müsste eine Pflegekraft in Deutschland über 156 Jahre arbeiten. Das, was wir brauchen, das ist eine Vermögensabgabe, ein Lastenausgleich. Nicht nur um die Profiteure dieser Krise zur Kasse zu bitten, nein, vor allem um die seit 25 Jahren andauernde Umverteilung von unten nach oben, die wachsende Einkommens- und Vermögensungleichheit zu stoppen. Also liebe Kanzlerin, sind Sie doch so ehrlich. Nein, die Pandemie trifft uns nicht alle gleichermaßen. Es sind die Ärmsten, die am stärksten unter ihr leiden und mal wieder von dieser Regierung im Stich gelassen werden. Und sogar in der Frage des Gesundheitsschutzes bilden sich 2 Klassen. Die einen, die das Glück haben, so reich zu sein, dass sie sich mit den stärker schützenden und teureren FFP2-Masken ausstatten können, während der Rest der Bevölkerung, der das Pech hatte, als Angestellter oder Arbeiter tätig zu sein, nur die weniger schützenden OP-Masken verwendet. Wir brauchen eine zentrale Anschaffung, eine Preisbindung und vor allem kostenfreie FFP2-Masken für Einkommensschwache. Gesundheit darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Jeder verdient den besten Schutz für sein Leben. Also wie kann es sein? Wie kann es sein, dass die Bundesregierung allen Soldaten eine Corona-Sonderzahlung von 600 Euro gewährt, die Pflegekräfte, das medizinische Personal in den Krankenhäusern, in den Gesundheitsämtern, die täglich mit Infizierten in Kontakt stehen und Menschenleben retten, die während der Pandemie der Gesellschaft einen Bärendienst erweisen, verdienen mehr als ein paar Klatschchöre in Parlamenten. Sie verdienen diesen Corona-Zuschlag, nicht das Militär. Wie kann es sein, dass die Lufthansa von der Bundesregierung ein 9 Milliarden schweres Hilfspaket bekommt, ohne die Gelder an noch bedeutendere Mitbestimmungsrechte oder eine Jobgarantie zu knüpfen? Stattdessen kündigt der Konzern an, massenhaft Mitarbeiterinnen entlassen zu wollen, nachdem das Unternehmen mit öffentlichen Geldern gerettet wurde. Wie kann es sein, dass in der Autobranche, wie beispielsweise bei BMW, Dividenden in Höhe von 1,6 Milliarden ausgeschüttet werden, während der Konzern 20.000 Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit schickt, die alle auf 40% ihres Gehaltes verzichten müssen? Das ist doch absurd. Eine schöne Entwicklung gab es. Die hat sich gerade an den Börsen abgespielt. Da hatten Hedgefonds mit Leerverkäufen darauf spekuliert, dass der Aktienkurs des Computerspielherstellers GameStop fällt, um dabei exorbitante Gewinne einzustreichen. Dagegen haben sich tausende Kleinanleger im Internet zusammengetan und über Trading-Apps wie Robinhood den Wert der Aktie von 4 Euro auf zwischenzeitlich über 400 Euro getrieben und damit Hedgefonds wie Melvin Capital mit milliardenschweren Verlusten in die Insolvenz gebracht. Viele Trading-Anbieter haben daraufhin den Verkauf der Aktie verboten mit der absurden Begründung, man wolle Kleinanleger schützen. Eigentlich hätte doch getreu den Gesetzen des Kapitalismus der Markt alles regeln müssen. Scheinbar gilt das genau dann nicht, wenn Großaktionäre statt zu profitieren die brutalen Regeln im Überlebenskampf des Marktes am eigenen Leib spüren. Wenn plötzlich Kleinanleger die Regeln umdrehen
und genau die Manipulation verwenden, die sie sonst im Casino-Kapitalismus nutzen, um leistungslos Milliardengewinne einzustreichen. Wenn die Big Player an der Wall Street plötzlich fallen könnten, dann gibt es kurzzeitig eine Regulierung, die einem staatlichen Eingriff ähnelt. Natürlich kann man an der Stelle die Motivation der kleinen Anleger hinterfragen. Schließlich war es keine linke Heldentat. Aber das Beispiel zeigt doch ganz gut, welches Ausmaß die Spekulation an den Finanzmärkten inzwischen erreicht hat, wo man eben nicht immer auf die koordinierte Macht der kleinen Robin Hoods setzen kann, wo der Aktienwert völlig losgelöst vom Unternehmenswert verrückt spielt. Wir brauchen eine staatliche Regulierung der Finanzmärkte, eine Finanztransaktionssteuer von 0,1%, die uns alleine schon Mehreinnahmen von 30 Milliarden Euro einbringen würde, um Investitionen in unsere öffentliche Infrastruktur, also in unsere Schulen und Krankenhäuser, zu bewerkstelligen. Vom Finanzmarkt weg komme ich zum realen Markt. Der gute alte Markt in der Krise hätte doch auch hier nach den Gesetzen der Neoliberalen der Markt alles regeln müssen. Durch die hohe Nachfrage an medizinischem Personal auf dem Arbeitsmarkt hätten wir in der Krisenzeit höhere Löhne erwarten können. Oder doch nicht? Ausgerechnet in der Krise zeigen sich die Schwachstellen dieses Systems. Der Markt regelt eben nicht alles und muss erst recht beim Gesundheitssystem die Finger seiner unsichtbaren Hand lassen. Wir wollen kein profitorientiertes Gesundheitssystem, das in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass Krankenhäuser kaputt gespart wurden, mehr als 100.000 Pflegekräfte fehlen und in den letzten 30 Jahren über 500 Krankenhäuser von der Landschaft verschwunden sind. Gleichzeitig hat man viel zu lange zugesehen, wie Produktion, insbesondere von Medikamenten und Medizinprodukten, in wenige Länder wie China outgesourced wurden, um Produktionskosten zu senken. Dem Geist des Kapitalismus verdanken wir, dass am Anfang der Pandemie überall in der Welt Masken und Beatmungsgeräte gefehlt haben. Also wenn uns die Krise eines lehrt, dann, dass die Privatisierung rückgängig gemacht, die Krankenhäuser in öffentliche Hand überführt und Produktionsstandorte für Medizinprodukte zurück nach Europa verlagert gehören. Die freie Wirtschaft wird die Krise nicht lösen können. Ganz im Gegenteil, würden die Gesetze des freien Marktes herrschen, käme es zu sozialen Verwerfungen, zur Verelendung der öffentlichen Infrastruktur und damit der Bürgerinnen und Bürger. Aber als ob das alles nicht ausreichen würde, stellt sich jetzt die CDU hin und fordert ernsthaft die Flexibilisierung, also die Abschaffung des Renteneintrittsalters. Zuerst fördern sie die sozialversicherungsfreie Arbeit, dann fordern sie die Versicherungsbeiträge als private Kapitalanlage den Unsicherheiten des Aktienmarktes unterzuordnen. Und jetzt sollen auch noch die Helden der Pandemie, die Pflegekräfte, länger arbeiten, um am Ende weniger Rente zu erhalten. Dank der CDU scheint ja noch nicht mal das Renteneintrittsalter mehr sicher zu sein. Nein, an der gesetzlichen Altersvorsorge gibt es nichts zu rütteln. Das, was wir brauchen, das ist eine Erwerbstätigenversicherung, in die jeder einzahlt, auch die Politiker, auch die Selbstständigen, auch die Manager. Ein abschlagsfreies Eintrittsalter ab 65 Jahren bzw. ab 60 Jahren nach 40 Beitragsjahren, ein Rentenniveau von 53% und eine solidarische Mindestrente von 1.200 Euro, die auch vor Armut schützt. Wir dürfen nicht zulassen, dass erneut Politik gemacht wird, ohne eine Lobby für diejenigen zu haben, die am meisten unsere Hilfe benötigen, auf Kosten der Ärmsten in dieser Gesellschaft, auf dessen Rücken der Reichtum von wenigen aufgebaut wird. Wir müssen deutlich machen, dass wir die einzige Partei sind, die weitere Privatisierung und Sozialabbau verhindern möchte, um auch während schwerer Krisen den Menschen soziale Sicherheit zu geben. Lasst uns die Helden dieser Krise sein. Die Helden, die den Sozialstaat aufs Ganze verteidigen und ausbauen, liebe Genossinnen und Genossen. Und so gravierend diese Pandemie auch sein mag, dürfen wir eines nicht vergessen. Der Klimawandel ist noch immer da und muss noch immer gestoppt werden. 70% aller Emissionen werden durch die 100 größten Unternehmen der Welt verursacht. Wir müssen diese Unternehmen in die Pflicht nehmen, eine ökologisch verträgliche Produktion zu gewährleisten. Da reicht der Handel, der europäische Handel mit CO2-Zertifikaten, wie die letzten Jahre zeigen, einfach nicht aus. Und wir müssen als Linke einen größeren Fokus auf die Erforschung von Energiespeichersystemen im Bereich der regenerativen Energien setzen, um eine dauerhafte Unabhängigkeit von Kohle- und Atomkraftwerken zu gewährleisten. Wir müssen unsere Wirtschaft sozialökologisch transformieren, notfalls auch mit Verstaatlichung, wie in der Stahlindustrie, um die Investitionslast bei der Umstellung auf eine ökologische Produktion zu gewährleisten. Eines muss klar sein: Frieden, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit stehen in Dreiklang miteinander. Wer in dieser Welt Landwirte vor Ressourcenkriegen, Ausbeutung und Flucht schützen will, der muss sie auch vor der klimabedingten Zerstörung ihrer Agrarfelder bewahren.
Ich bin heute Sozialist, weil ich morgen nicht in einer Welt leben will, in der meine Kinder durch Ressourcenkriege verhungern oder meine Nachbarn aus ihren überfluteten Häusern fliehen müssen. Ich kämpfe für eine Welt, in der Armut für Kinder kein Dauerzustand ist, für eine Welt mit Chancengleichheit und sozialer Sicherheit, in der Bildung und Kultur keine Privilegien der Elite sind. Für eine Welt, in der nicht an unseren Hochschulen für Rüstungsgüter, sondern für Frieden geforscht wird. Für eine Welt, die nicht zuschaut, wie ihre Regenwälder brennen, sondern in der die Natur uns erhalten bleibt. Lasst uns die soziale und ökologische Stimme sein. Lasst uns gemeinsam diesen Weg bestreiten. Lasst uns einen guten Wahlkampf führen und das Wahljahr 2021 zu einem besonders erfolgreichen für die Linke gestalten. Mit mir habt ihr einen Bundestagskandidaten, der jede Herausforderung auch annehmen wird. Und ich hoffe sehr auf euer Vertrauen. Vielen Dank.